Sehr geehrter Herr Professor Zernikow, meine Damen und Herren, ich freue mich darüber, dass Sie heute in Datteln den sogenannten Lichthafen einweihen können. Es geht ja darum, dass Sie ein Operationszentrum schaffen, wo Spezialisten aus anderen Krankenhäusern die Möglichkeit haben, in Ihrer Kinderklinik chronisch schwer erkrankte Kinder auch chirurgisch zu versorgen. Die Idee, nicht die Kinder aus einer so betreuenden Klinik wie unsere Kinderklinik in Datteln in andere Krankenhäuser zu schicken, sondern die Spezialistinnen und Spezialisten nach Datteln kommen zu lassen, hat, so glaube ich, schon ein Alleinstellungsmerkmal in ganz Deutschland, aber ganz sicherlich bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und ich bin sicher, dass von diesem Angebot sehr viele schwerkranke Kinder, auch Kinder mit lebenszeitverkürzenden Erkrankungen, stark profitieren werden und mit ihnen natürlich auch ihre gesamten Familien. Deswegen bin ich Ihnen dankbar, dass Sie diese Idee entwickelt haben, dass wir das jetzt gemeinsam umsetzen können. Wir haben als Land Nordrhein-Westfalen ja diese Baumaßnahme auch mit 6,5 Millionen Euro unterstützt. Aber was mir einfach heute wichtig ist, Ihnen zu sagen, ist, auf eine solche Idee kommt man ja nur, wenn man eine Klinik aus den Gedanken heraus gestaltet, wo wirklich die kranken Kinder und ihre Familien im Mittelpunkt dessen stehen, was überlegt wird, wie man ihnen medizinisch wie aber auch von der humanitären Seite am besten helfen kann. Und da ist die Kinderklinik in Datteln, so meine ich, wirklich ein großer Leuchtturm bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen nehme ich gerne diese Einweihung, die Inbetriebnahme dieses Operationszentrums zum Anlass, all denjenigen, die jetzt über viele Jahre in Datteln aus diesem Geist heraus diese Klinik leiten, die sie prägen, auch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein herzliches Dankeschön zu sagen für das, was sie in Datteln tun, was für ein Angebot sie dort für die doch schwerkranken Kinder in ganz Nordrhein-Westfalen letzten Endes geschaffen haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie weiterhin gute Ideen haben, dass Sie weiterhin auch die Freude ausstrahlen, die Sie an Ihrer Arbeit haben. Und dann bin ich sicher, dass wir nicht nur medizinisch, sondern auch von der humanitären Seite her in Datteln eine exzellente Versorgung der betroffenen Menschen haben. Dankeschön.